Das Gebet ist ja schon etwas Gewaltiges in der Bibel, oder? Ich meine, allein die ganzen Zusagen, die wir haben, die ganzen Verheißungen. Johannes 14 zum Beispiel, wenn es dort heißt, dass wenn wir im Namen Jesu bitten, dass wir dann erhalten, um was wir bitten. Oder ein Kapitel später heißt es dann, dass wenn wir in Jesus Christus bleiben und sein Wort in uns bleibt, dann bitten wir, um was wir wollen und es wird uns gegeben werden. So ganz starke Verheißungen, also das Gebet ist so großartig, so gewaltig, auch gerade in der Bibel. Und dennoch ist es oft so das Thema, mit dem sich viele Christen sehr, sehr schwer tun. Ein Thema, das viele Christen eher herausfordert, was mühsam ist, weil man so vor sich hin plappert und mit den Gedanken einfach abdrift, ne, überall ist, aber nicht mehr im Gebet. Ich möchte dir heute ein paar Punkte mitgeben, die in meinen Augen sehr, sehr zentral sind für das eigene Gebetsleben. Weil ich glaube, bei vielen ist es so, dass sie sagen, ich möchte mich wirklich danach ausstrecken, ein Leben zur Ehre Gottes zu leben. Ich will wirklich allein für Gott leben. Dabei ist das Gebetsleben nicht das, woran es hapert, meistens nicht, dass man nicht beten will, sondern dass einige Prinzipien, die entscheidend sind fürs Gebet, einem selber nicht vor Augen stehen. Eine erste Sache, die ich dir gerne mitgeben möchte heute, ist, dass du anfängst, dein Gebetsleben zu planen. Das ist jetzt vielleicht erstmal recht oberflächlich auf den ersten Blick, aber in meinen Augen ganz, ganz zentral, aus dem einfachen Grund, weil wir in einer Zeit leben, in der wir sehr hektisch leben. Wir haben unglaublich viele To-Dos. Wir wissen direkt am Morgen, das und das habe ich alles zu erledigen. Das muss ich tun, das muss ich machen. Wir kennen unseren Tag. Wir kennen so in etwa die Struktur, die Dinge, die auf uns zukommen. Es ist also anders, als es noch vor 50, vor 100, vor 200 Jahren war. Wir haben viel mehr um die Ohren und vor allem, wir haben viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten durch das Internet, durch Nachrichten, dass wir überall und ständig online überall sind. Deswegen der erste Punkt, plane dein Gebetsleben. Sorg dafür, dass du Raum und Zeit hast, um eben ins Gebet zu gehen. Ich weiß nicht, was für ein Urlaubstyp du bist, aber die meisten werden mir wahrscheinlich darin übereinstimmen, dass die besten Urlaube in der Regel die sind, die vernünftig geplant werden, wo man sich einige Wochen oder Monate vorher hingesetzt hat und gesagt hat, okay, an diesem Ort gehe ich, dort will ich übernachten. Diese Sehenswürdigkeiten gibt es dort, dass man sich ein bisschen mit dem Umfeld beschäftigt, dass man guckt, welche Möglichkeiten habe ich da und dann plant man langsam den Urlaub. Und ähnlich ist es in unserem Gebetsleben eben auch. Wenn wir uns vor Augen führen, dass wir hier auf einer Reise sind hin ins himmlische Jerusalem, dass wir wissen, es gibt ein Ziel und bis dorthin gibt es eine ganze Menge Barrikaden, eine ganze Menge Kämpfe, Herausforderungen, in denen wir stehen. Es ist ein Kampf, in dem wir stehen, unser geistliches Leben, das uns herausfordert. Und in diesem Kampf, dafür müssen wir gewappnet sein. Und da können wir nicht sagen, okay, ich gehe da einfach mal rein, das passt dann schon irgendwie. Weil die Folge dann die ist, dass unser geistliches Leben Stück für Stück abflacht. Weil wir vergessen zu beten, weil wir vergessen, es zu unserer Priorität zu machen. Ich denke, dass viele hingehen und wissen, ja, das ist ein Teil, das gehört zu meinem täglichen Leben mit dazu. Und dennoch, wenn wir es nicht sauber planen, dann geht es unter und bekommt vor allem nicht den Stellenwert, den es benötigt. Deswegen der erste Punkt, ganz, ganz wichtig, dass wenn du nicht wie bei deinem Urlaub, ne, an einem Sommermorgen dann aufwachst und sagst, so, jetzt plane ich meinen Urlaub, jetzt gehe ich einfach los, wo man dann meistens erlebt, dann geht es in die nächste Stadt, an den nächsten Fluss, aber das ist nicht so das große Ganze, dass du auch in deinem Gebetsleben eben genauso erlebst, dass es sich verändert und revolutioniert, indem du anfängst, es zu planen, indem du Ort und Raum schaffst, dass du hingehst, zum Beispiel in dein Zimmer, dich einschließt, dass du sagst, okay, alles weg, was mich ablenkt. Mein Handy, dass ich nicht erreichbar bin, dass ich eben einen Raum habe, um wirklich Gott zu begegnen. Ganz, ganz zentraler Punkt, jetzt schon mal der erste vorweg, der in meinen Augen eine absolute Voraussetzung ist, damit wir wirklich beten können, damit wir wirklich mal zur Ruhe kommen. Und wer einmal diese Ruhe geschmeckt hat, wie gigantisch es ist, wirklich zur Ruhe zu kommen, der will immer wieder dorthin zurück. Das ist jetzt keine Sache, die man groß erzählen kann, sondern das muss vor allem selber erlebt werden. Und das wünsche ich dir, dass du das erfährst. Sorg dafür, dass du Raum und Zeit hast, um Gott zu begegnen. Ein zweiter Punkt, der ebenfalls sehr, sehr zentral ist, der
noch wesentlich wichtiger ist, als dass wir Raum und Zeit haben, ist, dass wir uns vor Augen führen, wem begegne ich da eigentlich? Dass wir vor Augen haben, wir stehen gerade in Kontakt mit dem König der Könige, mit dem Herr der Herren, mit dem Schöpfer dieses Universums selbst. Wir reden gerade mit Gott. Ein majestätischer Gott, das ist nicht irgendwer, mit dem ich da gerade rede, sondern ich rede mit dem, der mich geschaffen hat. Ich rede mit dem, der mein Leben kontrolliert, der mein Leben in seinen Händen hält, der mein Leben überblickt, der meine Probleme, der meine Freuden, meine Dankbarkeit, meine Nöte, der meine Sünden, der all die Dinge kennt. Mit dem rede ich gerade. Ich rede mit dem vor, dessen Auge sowieso alles offenbar ist. Das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Wenn du eine Einladung von der Königin aus Schweden bekommst, dann würdest du ja auch nicht hingehen, irgendwelche lumpigen Klamotten anziehen, sondern du würdest dich richtig in Schale werfen, du würdest dich informieren, ja, wie begegne ich einer Königin, wie habe ich zu reden, wie habe ich mich zu verhalten. Du informierst dich darüber. Und so ist es im Gebetsleben auch, wir müssen wissen, mit wem wir da eigentlich reden. Denn aus dem, wenn wir wirklich vor Augen haben, ich bin gerade im Gespräch mit einem absolut allmächtigen, heiligen, souveränen und gerechten Gott, dann ändert das auch unsere Gebetshaltung, die Wichtigkeit. Wenn eine Königin im Raum wäre, da würdest du nicht an deinem Handy sitzen und sonstige Dinge tun, sondern du wärst wirklich fokussiert auf diesen Menschen, der sonst eine Persönlichkeit hat, wie viel mehr bei Gott. Wenn wir uns vor Augen führen, wer Gott ist, dann haben wir umso mehr den Blick darauf, wie wichtig das Gebet ist und fokussieren uns darauf, Gott, ich rede gerade mit dir und das ist das größte Privileg, eine Sache, die du mir möglich gemacht hast, weil du als Gott Mensch wurdest und ich jetzt einen direkten Zugang zu dir haben darf. Deswegen ja diese Verheißung in Johannes 15, Vers 7, wo es eben darum geht, dass wer in mir bleibt und wer mein Wort in sich selber hat, wenn mein Wort in euch bleibt, der, dann kommt ja erst die Verheißung. Der bittet um, was er will und es wird gegeben werden. Und das, sein Wort muss in uns bleiben. Er muss in uns bleiben. Das heißt, wir müssen wissen, wer ist er eigentlich? Ein ganz, ganz zentraler Punkt. Bevor du betest, versuch dir immer wieder ganz kurz eben vor Augen zu malen, wer ist es da eigentlich gerade, mit dem ich dort rede? Es ist Gott selbst. Das ist wichtig. Ein dritter Punkt, nicht nur sich bewusst zu machen, mit wem rede ich da gerade eigentlich, sondern auch zu wissen, wer bin ich, dass ich mit Gott rede. Also die eigene Stellung kennen, die man selber vor Gott hat. Als Kinder Gottes eben ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, wir sind privilegierte Kinder Gottes. Das ist ein erster Punkt, aber ein zweiter Punkt, wir bleiben auch Zeit unseres Lebens Sünder. Zwei ganz, ganz wichtige Dinge, aus denen viele andere Sachen resultieren. Dass wenn wir wissen, wir sind Kinder Gottes, dann haben wir vor Augen, da ist ein Heiland in Jesus Christus, der für mich ans Kreuz gegangen ist. Und daraus entspringt ein ganz, ganz großes Lob, eine tiefe Dankbarkeit und ein Lob Gott selbst gegenüber, dass er als Gott Mensch geworden ist, seine Majestät aufgegeben hat für mich, für meine Schuld. Dass ich aber auch weiß, wenn ich als Kind vor Gott stehe, kann ich nicht bestehen. Und Gott hat ein Ja zu mir gefunden. Gott hat Ja zu mir gesagt. Gott hat gesagt, ich hole dich dort raus aus dieser Welt. Ich gebe dir eine Stellung, eine neue Identität. Ich gebe dir eine neue Perspektive, eine neue Zukunft, eine neue Ausrichtung. Ein ganz, ganz großes Lob und auch eine tiefe Dankbarkeit, die eben daraus entsteht, wenn wir uns diese Dinge vor Augen führen. Aber auch das Wissen, dass wir es immer wieder nötig haben, Buße zu tun, weil wir Sünder sind und bleiben. Auch als Kinder Gottes fallen wir immer wieder in die Sünde, jeden einzelnen Tag. Da ist kein Tag, an dem wir Gott lieben können, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Das schaffen wir nicht. Wir leben mit unseren sündigen Sein und deswegen haben wir die Buße nötig, jeden einzelnen Tag. Und das sich immer wieder vor Augen zu führen, bei den Sünden, derer wir uns bewusst sind, aber auch all die Dinge, wo wir gar nicht mitbekommen haben, dass wir dort gesündigt haben, dass wir auch da um Vergebung bitten. Auch das ist wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also aus der Stellung, die wir vor Gott haben, entspringt ihm das Lob, die Buße, aber auch eine ganz, ganz große Dankbarkeit, dass wir wissen, er ist der Schöpfer. Er kontrolliert alles, er hält mein Leben in der Hand, er führt und leitet mich.
durch seinen Heiligen Geist, durch den Tag, durch sein Wort, in dem er mich lehrt, wie das Leben eben funktioniert. Und dass wir daraus entspringend dankbar sind. Dankbar für die Dinge, die Gott uns gibt. Die Dinge, die er uns schenkt in unserem Leben. Die vielen Kleinigkeiten im Alltag, wo wir denken, naja, das ist ja so normal geworden, dass wir immer und immer und immer wieder dankbar sind. Ich habe vor kurzem da einen coolen Spruch gelesen. Was wäre, wenn Gott dir morgen nur die Dinge geben würde, für die du heute dankbar warst? Da sollten wir mal drüber nachdenken. Äußern wir diese Dankbarkeit, dass wir sagen, Gott, all das ist von dir abhängig. Ich wäre nichts, mein Leben wäre nichts ohne das, was du mir nicht alles in meinem Leben schenken würdest. Dankbar sein. Und dann halt zu guter Letzt auch eben das Bitten, dass wir unsere Bitten vor dem lebendigen Gott bringen, dass wir als privilegierte Kinder vor dem lebendigen Gott treten, dass wir wissen, da ist ein Gott, der mich liebt. Ein Gott, der mich vor Augen hat, der mich in meiner Situation kennt und der mir zu sagt, wenn du in mir bleibst, wenn du in meinem Namen bittest, dann werde ich dir das geben. Darauf vertrauen, im Glauben, wie so ein kleines Kind vor dem eigenen Vater, vor der eigenen Mutter, dass man hingeht und einfach glaubt und weiß, er kann es tun. Er hält es in der Hand. Und das ist das, was ich dir aufwünsche, dass du im Vertrauen bittest, dass du lernst, im Vertrauen Gott gegenüber zu beten und Ausdruck zu verleihen, halt was dir selber auf dem Herzen liegt. Also einmal plane dein Gebet, sei dir bewusst, mit wem du redest, aber auch sei dir bewusst, wer du selber bist, was deine Stellung vor Gott ist. Und dann ein vierter und letzter Punkt, den ich dir noch gerne mitgeben möchte, der ist in meinen Augen auch nochmal ganz, ganz zentral, weil es um eine Methode geht. Also ich glaube, dass viele nicht daran scheitern, dass sie nicht beten wollen, sondern dass sie oft die falsche Methode haben. Wir sind sehr dahin gekommen, dass wir unsere Gebete selber formulieren, was nicht verkehrt und in meinen Augen sogar gut ist, aber es gibt auch ein großes Problem daran. Wir können dann dadurch dahin kommen, dass wir einfach so vor uns hin plappern. Dass wir so einfach das runterrattern, was uns eben wichtig ist. Na, okay, ich habe Buße getan, ich habe gelobt, gedankt, ich habe meine Bitten vor Gott gebracht und so weiter. Und rattern das eben einmal so runter. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass unsere Gebete dann sehr schnell inhaltslos werden. In der Bibel, und das ist das Gewaltige an der Bibel, Gott hat uns in seinem Wort ein ganzes Buch voller Gebete gegeben. Die Psalmen, wo wir unglaublich viele Gebete haben und durch diese Gebete lernen können. Das ist der vierte Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, dass du lernst zu beten. Das ist ja ganz interessant, dass die Jünger nie zu Jesus gegangen sind und gesagt haben, Herr, lehre uns das Heilen, wir wollen unbedingt heilen. Also sie sollten ja heilen, aber sie brauchten es nicht lernen. Auch das Predigen, also das Wort Gottes weitergeben, brauchten sie nicht lernen. Aber bei einer Sache, wo sie gesagt haben, lehre uns das, wie es funktioniert, ist das Gebet. Zeig uns, wie das funktioniert, wie man das macht. Und dann hat Jesus seinen Jüngern und auch uns dadurch ja das Vaterunser mitgegeben. Deswegen das Vaterunser, ganz, ganz zentrales Gebet. Auch das kann man runterplappern, auch da kann man in der Gefahr stehen. Sich deswegen immer wieder vor Augen führen, was ist Inhalt des Ganzen? Worum geht es beim Vaterunser? Wenn man das versteht und begreift, desto größer und wertvoller wird das Gebet. Aber zurück zu dem Psalm. Denn das sind ebenfalls die Gebete, die uns aufgeschrieben wurden, anhand derer wir lernen können, wie man mit Gott redet. Weil hier uns aufgeschrieben wurde, wie haben die Menschen mit Gott gesprochen? Wie haben sie ihr Lob Gott gegenüber geäußert? Wie haben sie ihre Trauer, ihre Klage, ihre Verzweiflung Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht? Und da einfach zu lernen, okay, so kann ich mit Gott reden. Das ist die Stellung, die ich vor Gott habe. Ich kann Gott all mein Leid klagen, aber am Schluss, das ist das Schöne bei ganz, ganz vielen Klagepsalmen vor allem, dass von vorne bis hinten nur eine Klage ist und so der letzte oder die letzten beiden Verse ist dann trotzdem noch so ein Lob Gottes, so ein Lichtblick, aber Gott, ich weiß, du bist der Schöpfer oder ich weiß, du hältst alles in deinen Händen, du bist ein majestätischer Gott, dir sei alle Ehre, trotzdem das ans Gebet angehängt. Das ist nur, um ein Beispiel eben zu nennen, um zu sehen, was ist wichtig im Gebet. Und da haben wir wirklich eine ganze Menge mitbekommen, wo Gott uns zeigt, so haben Menschen mit mir geredet. Und daran
können wir ebenfalls lernen. Die Psalmen, das ist so das Buch in der Bibel, was ich am meisten in meinem Leben gelesen habe. Gerade in meiner Jugendzeit habe ich das die rauf und runter gelesen, weil sie so voll sind, weil sie so gewaltig sind und ich lernen konnte, wie reden Menschen mit dem Schöpfer des Universums. 4 Punkte, die ich dir kurz mitgeben wollte. Plane dein Gebet, sorg dafür, dass du Raum und Zeit hast. Sei dir immer bewusst, mit wem du redest. Sei dir aber auch bewusst, wer du bist, deine Stellung vor Gott. Und lerne das Beten. Und in diesem Sinne, sei Gott anbefohlen.